Vous ne pouvez pas gagner, Revan. Bastila, ihr lebt. Endlich ein Lichtblick. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir von diesem Planeten runterkommen. Heißt das, ihr habt noch keinen Plan, wie wir Taris verlassen können? Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Wir haben versucht, euch zu finden. Oder habt ihr das vergessen? Ach, diese echt lästig. Verstehe. Aber jetzt, wo ich wieder die Verantwortung für diese Mission trage, werden wir die Dinge richtig machen. Hoffentlich verläuft unsere Flucht von Taris etwas ruhiger als diese Rettung vor Brejik. Ich weiß, das ist noch neu für euch, Bastila, aber ein Anführer putzt seine Truppe nicht herunter, nur weil die Dinge anders laufen als geplant. Lasst euch durch euer Ego nicht von den wirklichen Fragen abhalten. Vergreift euch nicht im Ton gegenüber eurem Commander, Karth. Ich bin Mitglied des Jedi-Ordens und das hier ist meine Mission. Vergesst das nicht. Meine Kampfmeditation hat der Republik in diesem Krieg schon häufig geholfen. Und sie wird es auch diesmal tun. Da bin ich mir sicher. Durch euer Talent gewinnen wir vielleicht ein paar Gefechte, aber das allein macht aus euch noch keine Anführerin. Eine gute Anführerin würde zumindest jene anhören, die schon mehr Kämpfe gesehen haben, als sie je erleben wird. Jetzt beruhigt euch, das bringt nichts. Ja, ihr habt natürlich recht. Ich muss mich entschuldigen, Karth. Das war eine schwierige Zeit. Natürlich bin ich für jeden Rat dankbar. Was schlagt ihr also vor? Wir sollten uns nicht in diesem Streit um die Verantwortung verlieren. Wenn wir von diesem Felsen wegkommen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Die Antwort liegt irgendwo da draußen. Wir müssen sie nur finden. Wohl wahr, Karth. Und je eher wir damit beginnen, desto besser. Ich war einmal Gefangene der Vulka und werde mich jetzt nicht von den Sith einsperren lassen. Macht euch keine Sorgen, ich werde das nicht zulassen. Wir werden bei unserer Flucht von Taris Hilfe brauchen. Vielleicht kann uns einer der Einheimischen weiterhelfen. Am besten fragen wir in den Cantinas zuerst nach. Stimmt etwas nicht? Irgendetwas scheint euch zu beunruhigen. Bei unserer ersten Begegnung ist etwas Seltsames passiert, eine Art Vision. Eine Vision? Wovon? Von euch. Ihr habt gegen einen dunklen Jedi gekämpft. Revan nehme ich an. Das ist seltsam. Derartige Visionen sind oft ein Zeichen großer Machtempfänglichkeit. Wollt ihr damit sagen, dass ich die Macht nutzen kann? Ich bin nicht sicher. Vielleicht ist die Macht in euch. Das wäre noch nie da gewesen. Möglicherweise hat euer Talent meine eigenen Fähigkeiten überlagert. Vielleicht hat euch die Macht angesichts der Aufregung nach der Schlacht ermöglicht, eine meiner tieferen Erinnerungen zu erkennen. Ich könnte also ein Jedi werden? Die Macht ist komplex. Trotz meiner Ausbildung überrascht sie mich immer wieder. Mit dieser Frage sollten sich die Meister des Rates beschäftigen. Wenn ihr wollt, können wir den Rat... Hey, hier ist Salvar. Ich möchte ein wenig mehr über euch erfahren, Salvar. Ihr vertraut mir nicht? Dann will ich euch nicht länger belästigen. Okay, schauen wir mal weiter. Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Schauen wir mal in unser schlaues Buch. Okay, das könnte bedeuten, dass die Macht sehr stark in dir ist. Vielleicht werden wir doch noch ein Jedi. Wer weiß. Okay, wir müssen Taris jetzt schnellstens verlassen. Ich brauche Startcodes. Puh, vielleicht kann mir einer der Einheimischen weiterhelfen. Tja, nehmen wir doch mal Bastila und Karth mit. Hey, jetzt haben wir eine gut trainierte Jedi mit an Bord. In Kinkunoba Muli Rajinkun.
Tong Hai Tun Kun Ching, Ni Bobo Jimata, Ni Punaje, Dolpi Kik Nyunyan. Ja, das ist korrekt. Rundi Haudonga Kuhungabi, Wana Kunbes, Ching Palamul, Tong King Ba Nakonkek, Tung Ting Tachun Kun Nek Mulira Best. Kenrus, ist das nicht der Mandalorianer, der für Davik arbeitet? Takum justak Miki Grabel Mogo. Kachi Chu Aitha Haudonga, Tulpada Bonk Molya Gando Danago Chuchut. Moga Shampungpa, Bolawana Chikni. Bamulne Slik Mopoda Nawanga Kun Bist Mulira Best. Tong Hai Tuam Gigi Yumalithpa Anginkotu. Tolba da bunk walya gando de nago chuchut, kachi chuaitha haudunga. Yumalithka inkotun, chilo mulra de nebobo, unko kun biskang, bamulara. Danke für die Nachricht, ich werde mich in der Kantine mit ihm treffen. Shagji kin lor chawa ta uma? Kava vulpa mulji gumana? King kun shachi king, ni king kun oba muli raji kun? Wama kun bes, chin pala muji. Tunira nu prata dunko, sercha domandoma? Okay, so. Was kann ich tun? Jetzt müssen wir erstmal ein paar Levelaufstiege mit Bastila machen. Sie ist eine Jedi-Wächterin. Okay, ja. Puh. Was nehmen wir denn? Die ist schon arg schwach. Nehmen wir mal ein bisschen Stärke. Okay, Fähigkeiten. Heilen. Sie, die sollte man gut heilen können. Was haben wir hier so? Kurieren? Nee, können wir noch nicht. Machtaura haben wir schon. Okay, Geschwindigkeitsschub. Okay, was nehmen wir? Ah. Ey, was ist das? Attackiere einen Gegner mit einem... das ist aber eine böse... Das ist doch eigentlich die dunkle Seite. Aber können wir hier... Anscheinend können wir sowohl helle als auch gute Fähigkeiten lernen. Probieren wir das mal. Okay, hat tatsächlich funktioniert. Ich gehe mit Bastila mal voll auf Heilen. Sie wird dann der Supporter der Gruppe. Okay, was kann man noch machen? Ist das Druiden betäuben? Könnten wir vielleicht mal brauchen. Nehmen wir mit. Okay, Fähigkeiten wieder heilen. Okay, diesmal haben wir noch eins für das andere übrig. Nehmen wir Bewusstsein. So, Talente. Wir haben jetzt Rittersinne und Machtimmunität gegen Betäuben. Tja, was nehmen wir denn jetzt? Verdammt. Die hat noch einiges zu lernen. Nehmen wir mal verbesserte Unruhe. Okay. Kräfte. Ah, jetzt können wir Kurier nehmen. Yeah, jetzt kann sie... Bei allen Mitgliedern... Ah, okay, jetzt kann sie im Umkreis von 15 Metern alle Gruppenmitglieder heilen. Schauen wir doch gleich mal, was sie so anhat. Okay, lassen wir ihre Kleidung. Geben wir ihr Laserschwert. Nein, hier haben wir nichts. Okay, so. Gut. Ich denke, das war's erstmal. Alles klar. Hier bin ich. Ja, Laserschwert. Das hat Style. Okay. Was? Wir müssen jetzt also Kandros Ordo aufsuchen in der Kantina. Und soweit ich das in Erinnerung habe, müsste diese Kantina gegenüber der geheimen Basis der Big sein. Bin mir nicht mehr ganz sicher jetzt. Ich werde jetzt einfach mal dahin laufen. In die Unterstadt eben. Ich hoffe, ich finde gleich wieder hin. Naja, hier war unsere Rettungskapsel. So. Ja, das ist jetzt schon echt cool, wenn man einen Jedi mit an Bord hat.
Haha. Mal gespannt, wie die Machtkräfte so aussehen. Bastila, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wie konnten diese Vulker eine berühmte Jedi wie euch gefangen nehmen? Wart ihr nach dem Absturz eurer Rettungskapsel bewusstlos? Nein, ich war bei vollem Bewusstsein. Aber meine Kräfte waren nach meiner Machtmeditation in der Schlacht um die Ender Spire erschöpft. Ohne meine Hilfe hättet ihr das Schiff niemals lebend verlassen. Ja, sicher. Aber ich weiß, wie die Jedi kämpfen. Diese Strauchdiebe hatten gegen euer Laserschwert doch nicht die geringste Chance. Mein Laserschwert war weg. Ich konnte es nach dem Absturz nirgends finden, obwohl ich die ganze Kapsel durchsucht habe. Ohne meine Waffe war ich für die Vulker also eine leichte Beute. Moment, nochmal zum Mitschreiben. Ihr habt euer Laserschwert verloren? Ist das kein Verstoß gegen irgendeine eurer Jedi-Regeln? Tja, Anakin Skywalker hat das auch immer geschafft. Lasst ihn ruhig, Hoth. Das ist nicht witzig. Durch den Aufprall muss mein Laserschwert... Es hat sich von meinem Gürtel gelöst und ist unter meinen Sitz gerollt. Vermutlich haben es die Vulker gefunden, als sie das Wrack durchsuchten. Hey, 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 ganz ruhig. Tut mir leid. Ich finde es nur lustig, dass eine legendäre Jedi ihr Laserschwert verliert. Soll ich euch was sagen? Ich würde diesen Fauxpas nicht an die große Glocke hängen. Ich bin alles andere als eine Legende, Carth. Aber ich werde euren Rat beherzigen, wenn ich dem Rat der Jedi die Ereignisse schildere. Schließlich müssen die Jedi nicht alles wissen. Ja, ja. Wieder mal das Lichtschwert verloren. Verdammt, ich will auch eins. Ich hoffe, dass wir wirklich Jedis werden können. Okay, Mist, wo ging's jetzt noch in die Unterstadt? Oh, was ist denn hier los? Vitoriana? Sie erfüllt du. Sie entschuldigt halt. Wenn Rasi gut, wenn sie mir ein Volumia. Wenn erfolgt Luft da. Jojo. Verschwinde hier, du glubschäugiger Freak. Du bist so hässlich für die Oberstadt. Ja, genau. Verschwinde dorthin, wo du herkommst. Wir wollen solche Typen hier nicht. Jojo. Entzieht mir ein Volumia. Hey Kinder, lasst ihn mal in Ruhe. Warum kümmert es euch, was mit irgendeinem Alien-Abschaum passiert? Ist doch nur ein Freak. Ja, eigentlich hat er ja gar nichts in der Oberstadt zu suchen. Gut, ich will mich da ohne... Ja, wohl. Bloß weil er anders ist, habt ihr nicht das Recht dazu, ihn zu attackieren. Komm schon, gehen wir! Euer Geschwätz geht mir auf die Nerven, Alien-Liebhaber! Ihr solltet jetzt keine Schwierigkeiten mehr haben. Danke, dass ich helfen konnte. Yeah, helle Seitepunkte. Langsam aber sicher steigen wir auf. Okay, ich glaube, jetzt fällt mir wieder ein, wo es zur Unterwelt geht. Das müsste da hinten sein. Okay, reden wir mit Bastila. Wie kann ich helfen? Möchtet ihr mit mir über irgendwas sprechen? Ich würde gern wissen, was passierte, als ihr auf Taris abgestürzt seid. Was habt ihr und Carth gemacht, bevor wir uns zusammenschlossen? Bevor wir euch gerettet haben, wollt ihr wohl sagen? Ich habe mich selbst befreit. Ja, ja. Wäre ich nicht gewesen, hätten Breschik und seine Komplizen euch kalt gemacht. Man könnte also eher sagen, ich habe euch gerettet. Ja, das ist jetzt mal sehr relativ. Könnt ihr nicht einfach zugeben, dass ihr gerettet wurdet? Ich gebe zu, dass ich mich nicht hätte befreien können, wäre nicht dieser Tumult nach dem Swoop-Rennen entstanden. Dafür sollte ich euch wohl danken. Ich frage mich nur, was ihr beim Swoop-Rennen gemacht habt. Es kann nicht leicht gewesen sein, mich dort zu finden. Aber ihr habt es geschafft. Kurz und knapp, ihr wurdet auch nicht von den Sith entdeckt. Ihr habt herausgefunden, dass die Vulkar mich gefangen hielten, nahmt am Rennen teil und wurdet zum Swoop-Meister auf Taris. Und rettet sie die Jungfrau in Not. Vergiss es nicht. Naja, so fühle ich mich nicht gerade. Ich bin immerhin eine Jedi. Aber ich kann nicht leugnen, dass ihr mich beeindruckt habt. Als man euch für diese Mission auswählte, hätte niemand das von euch erwartet.
Ein Jedi hätte das problemlos tun können, aber nur mit Hilfe der Macht. Wollt ihr damit sagen, ich kann die Macht kontrollieren? Die Macht steckt in jedem von uns. Aber für die meisten ist sie nur ein kaum vernehmbares Flüstern. Auch außerhalb des Jedi-Ordens gibt es Individuen, die für die Macht empfänglich sind. Es ist für mich offenkundig, dass die Macht durch euch operiert. Es gibt keine andere Erklärung für euren überragenden Erfolg. Dennoch bin ich nicht sicher, was ich mit dieser Erkenntnis machen soll. Wenn ihr jünger wärt, würden euch die Jedi möglicherweise als Schüler aufnehmen. Aber so wie es aussieht... Seid froh, dass ich empfänglich bin, sonst hätte ich euch nicht retten können. Ach ja, die Rettung. Sehr gut. Ich gebe zu, ihr habt mich vor Brejik gerettet. Aber dennoch sitzen wir immer noch hier auf Taris fest. Ich hoffe, dass es uns mit euren Fähigkeiten, meinem Jedi-Wissen und dem Können unserer Begleiter gelingt, von diesem Planeten zu fliehen. Ja, allerdings. Okay. Die Jungfrau, nö. Sie will immer noch nicht einsehen, dass wir sie gerettet haben. Aber gut. So, jetzt sollten wir gleich da sein. Oh, okay, sprechen wir auch noch mit Gott. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Die Frage ist wohl eher, was hast du auf dem Herzen? Oh, ihr wollt noch ein bisschen weiter streiten? Logo. Ich möchte nur wissen, warum ihr mir so sehr misstraut. Warum spielt das eine so große Rolle? Warum könnt ihr es nicht einfach so hinnehmen? Ich vertraue nun mal nicht so leicht. Und das aus guten Gründen. Aber die sind meine Sache. Aber wir müssen zusammenarbeiten. Es hat also sehr wohl etwas damit zu tun. Ach, verdammt nochmal. Ihr lasst mir ja doch keine Ruhe, nehme ich an. Ihr wollt wissen, warum ich niemandem traue? Hört gut zu, es geht los. Vor 5 Jahren hatten die Jedi den Krieg gegen die Mandalorianer gerade beendet. Revan und Malak waren die Helden. Ich war verdammt stolz, in ihrer Flotte gedient zu haben. Völlig unerwartet wechselten die beiden die Seiten und starteten eine Invasion, als wir noch geschwächt waren. Alle waren fassungslos, ich ganz besonders. Unsere Helden hatten sich in brutale, erobernde Sith verwandelt. Und wir standen ihnen hilflos gegenüber. Denkt mal darüber nach. Wenn man nicht mal den besten Jedi vertrauen kann, wem denn dann? Was habe ich mit Malak und Revan zu tun? Darum geht es nicht. So habe ich das nicht gemeint. Es gab noch andere. Gute, solide, vertrauenswürdige Männer, die sich ihnen angeschlossen haben. Malak, Revan und alle Sith haben für das, was sie getan haben, den Untergang verdient. Aber die anderen, die sich ihnen anschlossen und die Republik verrieten, sind in meinen Augen schlimmer. Die dunkle Seite ist nicht der Grund, warum diese Leute zu den Sith übergelaufen sind. Sie verdienen keine Gnade. Es schwingt zu viel Hass in eurer Stimme mit. Ich weiß, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich bin zu sehr darauf fixiert, bei anderen immer nur vom Schlimmsten auszugehen. Das habt ihr nicht verdient. Es ist nur... Ach, vergesst es. Wir sollten uns wieder mit den vor uns liegenden Aufgaben beschäftigen. Ich möchte lieber nicht darüber reden. Karth ist auch ein schwerer Fall, auf jeden Fall. So, jetzt sind wir auf Zug. Der Aufzug ist eure Kleidung nach zu urteilen, gehört ihr nicht zu einer Sith-Patrouille. Also zeigt mir entweder eure Papiere oder verschwindet von hier. Hier, meine Genehmigung. Warum nicht gleich so? Eure Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Okay, ich denke, ich kann euch passieren lassen. Aber passt auf euch auf, die Swoop-Gangs schießen auf jeden. Nicht einmal Sith sind vor ihnen sicher. Tja. Okay. Malak und Revan waren also früher bei der Republik und haben sich dann plötzlich gegen ihre alte Seite... Ja, zusammengeschlossen. Und haben die Republik mal richtig aufgemischt. So, ich glaube, das ist die Kantine, oder? Okay, schauen wir mal rein.